Herzlich willkommen zum letzten Arbeitstag in dieser Woche. Solltet ihr gestern zu sehr auf den Putz gehauen haben, frischen wir jetzt euer Newsgedächtnis ein bisschen auf. Ich bin Marius und das ist der Was geht ab? Rewind. Unsere Top 3 News der Woche. Flüchtlingsdrama vor den Küsten von Thailand, Malaysia und Indonesien. Rund 8000 Bootsflüchtlinge versuchen zurzeit diese Länder zu erreichen. Es handelt sich bei den meisten um Angehörige der staatenlosen muslimischen Minderheit Rohingya, die in Myanmar und Bangladesch unterdrückt und verfolgt werden. Am Montag wurden bereits mehr als 1500 Flüchtlinge gerettet, die in Seenot geraten waren. Das erscheint allerdings eher die Ausnahme zu sein, denn vor allem Indonesien setzt eher darauf, die Menschen erst gar nicht ins Land kommen zu lassen. Die indonesische Marine hatte einige Boote zwar mit Essen, Getränken und Benzin versorgt, sie danach aber wieder auf hohe See zurückgeschickt, damit sie irgendwo anders hinfahren. Malaysia betont, man könne es sich nicht leisten, nett zu sein. Auch Thailand weigert sich, die Flüchtlinge aufzunehmen. Die Länder haben Angst, dass noch mehr kommen würden. Tausende Flüchtlinge befinden sich also zurzeit auf dem Meer, ohne die Möglichkeit zu haben, irgendwo in Sicherheit zu kommen. Das wird von den Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. Bis jetzt hat das leider noch nichts an der humanitären Krise verändert. Terroranschläge in Pakistan und Afghanistan. Mindestens 6 bewaffnete Männer haben mehr als 40 Menschen in einem Bus erschossen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der pakistanischen Stadt Karachi. Die Insassen wurden zum Teil mit gezielten Kopfschüssen hingerichtet. Die Gruppierung Shundullah, die dem Islamischen Staat sehr nahe steht, bekannte sich zu dem Massaker. Die Opfer gehörten zu einer verfolgten schiitischen Minderheit. Bei einer Geiselnahme in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Über 7 Stunden wurden sie im Hotel festgehalten, bis die Polizei die Situation gewaltsam beenden konnte. Die Angreifer wurden dabei getötet. In dem Hotel sollte ein Konzert stattfinden, zu dem auch viele prominente Gäste eingeladen waren. Deswegen waren noch einige ausländische Zivilisten unter den Opfern. Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Taliban. Vorstoß zur Cannabis-Legalisierung. Wer hätte das gedacht? Ein CDU-Abgeordneter setzt sich für die Legalisierung von Cannabis ein. Joachim Pfeiffer und der Grünen-Abgeordnete Dieter Janicek fordern gemeinsam ein Umdenken, was das Verbot angeht. Das hat jetzt aber nur bedingt etwas mit der Freude am Rausch zu tun. Der Staat gibt nämlich jedes Jahr 1 bis 2 Milliarden Euro dafür aus, um Leute strafrechtlich wegen Cannabis zu belangen. Das Prinzip der Abschreckung, so die beiden Politiker aus dem Wirtschaftssektor, würde nicht funktionieren. 6,7% der Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 und rund 39,2% der 18 bis 25-Jährigen haben im Jahr 2011 mal gekifft. Damit ist Cannabis die am häufigsten verbreitete illegale Droge. Durch einen staatlich regulierten Markt könnte die Legalisierung einiges an Steuern in die Kassen schwemmen, nämlich 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Das Geld könnte wiederum in Suchtprävention investiert werden, um auf mögliche Gefahren eines zu hohen Konsums aufmerksam zu machen. Viele Mediziner warnen vor den Gefahren, die entstehen, wenn man sich zu häufig einen durchzieht. Allerdings sei das bei legalen Drogen wie Zigaretten und Alkohol ebenfalls der Fall. Hier haben wir jetzt 2 Stories für euch, deren Entwicklungen uns schon ein bisschen Angst gemacht haben. Great Barrier Reef in Gefahr. Das größte Korallenriff der Welt liegt nicht weit von der Küste Australiens entfernt. Schon seit 1981 gehört es zum Weltnaturerbe. Jetzt will die UNESCO das Riff als gefährdet einstufen. Das wollen einige Lobbyisten der australischen Regierung aber nicht. Es wurden 100.000 australische Dollar investiert, um eine Taskforce in 19 Ländern zu schicken, die Teil des UNESCO-Komitees sind. Die sollen die Einstufung verhindern. Die Regierung in Australien möchte nämlich eine der größten Kohleminen der Welt an der Küste von Queensland betreiben. Da soll der Betrieb ab 2017 losgehen. Die Kohle würde zum Teil auch über das Riff Richtung Indien verschifft. In den letzten 30 Jahren hat das Great Barrier Reef bereits 50% seiner Korallen verloren. Unter anderem ist zu warmes Wasser daran schuld und das ist eine Folge der globalen Erwärmung. Gefahr durch Typhus. In Afrika und Teilen von Asien verbreitet sich derzeit ein Typhusbakterium, das resistent gegen die gängigen Antibiotika ist. Bei einer Untersuchung von Proben aus 63 Ländern wurde bei der Hälfte der multiresistente Typhuserreger H58 entdeckt. Wie so oft ist ein zu häufiger und teilweise auch unnötiger Einsatz von Antibiotika sehr wahrscheinlich schuld daran, dass diese alten Antibiotika jetzt keine Wirkung mehr zeigen. Alternativ müssen jetzt teurere und weniger wirksame Antibiotika eingesetzt werden. An Typhus erkranken weltweit jedes Jahr ca. 32 Millionen Menschen und rund 200.000 sterben auch daran. Es ist vor allem ein Problem von Entwicklungsländern, in denen Hygienestandards zu gering sind. Typhus wird nämlich vor allem durch schmutziges Wasser oder verunreinigte Lebensmittel übertragen. Vor den Happy News jetzt noch unser Win der Woche und den liefert Papst Franziskus. Der hat nämlich diese Woche ziemlich klare Worte gefunden. Viele mächtige Menschen würden keinen Frieden wollen, weil sie zu sehr vom Krieg profitieren würden.
Die Rüstungsindustrie sei eine Industrie des Todes. Damit kritisiert der Papst die enge Verflechtung von Regierungen und Rüstungskonzernen. Hier in Deutschland stehen momentan vor allem Heckler und Koch sowie das Verteidigungsministerium in der Kritik. Beide Institutionen haben anscheinend enge Verbindungen zueinander. Da sagen wir doch mal vielen Dank für die klaren Worte und jetzt zu den Happy News. Kuba liefert Lungenkrebsimpfung. Kuba und die USA verbessern ja gerade ihre Beziehung zueinander und bis jetzt dachte man, dass vor allem das eher kleine und arme Kuba mehr davon profitieren würde, aber anscheinend ist das nicht so. Denn jetzt bekommen amerikanische Ärzte Zugang zum effektiven Antikrebsmittel Simavax. Das wurde über 25 Jahre lang von kubanischen Wissenschaftlern entwickelt. Seit 2011 gab es das für Patienten da sogar umsonst. Klinische Tests können jetzt in den USA beginnen. Aufgrund des US-Embargos hatten die kubanischen Forscher weniger Ressourcen, aber das brachte sie wohl dazu, innovativer und kreativer an die Forschung ranzugehen. Tesla-Batterien könnten Afrikas Elektrizitätsproblem lösen. Tesla-Chef Elon Musk hat eine Batterie vorgestellt, die erneuerbare Energien länger und günstiger speichern kann, als das bisher möglich war. Damit könnte man ein Haus 5 Stunden lang mit Strom versorgen. Das ist vor allem für viele afrikanische Länder eine Chance. Bis jetzt haben viele keinen Zugang zu Elektrizität. Es gibt aber viele Möglichkeiten für grünen Strom, vor allem durch Wind- und Solarenergie. Wenn man das jetzt auch noch speichern kann, könnten viele afrikanische Haushalte oder Unternehmen mit Strom versorgt werden. Man wäre nicht mehr auf teure und umweltschädliche Dieselgeneratoren angewiesen. Noch mehr innovative Projekte von Elon Musk gibt's hier. Und hier erfahrt ihr nochmal was über den Rüstungskonzern Heckler & Koch. Was sagt ihr zu den Nachrichten dieser Woche? Haben wir irgendwas vergessen? Was war eure Nachricht der Woche? Kifft ihr eigentlich? Schreibt das mal alles in die Kommentare. Bis demnächst.